Stimmen Sie für Piers! Stimmen Sie für Oakman! Fisch! Frischer Fisch! Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Trauen Sie sich nur, es ist genug für alle. Ich habe gehört, ich könne in dieser Gegend eine Organisation namens EOD finden. Bin ich hier richtig? Das sind Sie. Zufällig arbeite ich für den EOD. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ich heiße Anna. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Charles Reed. Ich hätte lediglich ein paar Fragen. Sicher. Fragen Sie ruhig, Charlie. Es wird Tote geben. Dieser Stadt mangelt es an allem außer Schmutz, Regen und blutrünstigen Kreaturen. Und dennoch verteilen sie Essen. Was steckt dahinter? Da steckt nichts dahinter, Charlie. Es können sich doch nicht alle wie die großen Familien in ihren Häusern verkriechen. Unsere Herzen sagen uns, dass wir mehr tun müssen. Wir haben beschlossen, das Schicksal dieser Stadt selbst in die Hand zu nehmen. Und ich denke, es läuft nicht schlecht. Die See meint es gut mit uns und beschenkt uns reichlich. Was genau ist der EOD? Ich meine, in welcher Weise ist Ihre Organisation tätig? Wir sind Freiwillige, die sich zusammengetan haben und gemeinnützige, karitative Arbeit leisten. Eine offizielle Organisation sind wir also noch nicht. Worum es uns geht? Wir wollen das Leid in unserer Stadt lindern, so viel wir können. Aha. Und wie stellen Sie das an? Wir verteilen Fisch an die Bedürftigen und kümmern uns auch um ihre Wohnsituation. Außerdem patrouillieren wir nachts auf den Straßen, um Wildbeester und Banditen fernzuhalten. Aber das ist bei weitem nicht alles. Wir helfen, wo immer wir gebraucht werden, Charlie. Opfer werden erbracht. Für was stehen die Buchstaben EOD? Eines jeden oberste Dringlichkeit. Anfangs gab es noch den Zusatz, ist gegenseitige Hilfe, aber das haben wir dann irgendwann weggelassen. War dann wohl doch ein bisschen zu lang. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Aber ich würde gerne mit den Leuten sprechen, die beim EOD das Sagen haben. Wissen Sie, wo ich sie finde? Ach, nur nichts überstürzen, Charlie. An die kommen Sie nur als Mitglied ran. Nur wer sich um den EOD verdient gemacht hat, kann mit Ihnen reden. Sie machen Witze. Warum das denn? Damit Sie sich beweisen. Zeigen Sie uns, dass Sie nicht unsere Zeit verschwenden. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel, Charlie. Na schön. Welche Heldentaten muss ich vollbringen, damit Sie mich aufnehmen? Das hängt ganz davon ab, was Sie zu bieten haben. Was können Sie am besten? Tja, meine Bewerbungsmappe ist leider in meiner anderen Jacke. Während des Krieges habe ich in der Navy gedient und nach dem Krieg wurde ich Privatdetektiv. Ach, Sie schickt die See. Zufällig gibt es da eine Sache, für die Sie genau der Richtige wären. Okay. Erzählen Sie mir mehr darüber. Letzte Nacht versuchte jemand, in unser Fischlager einzubrechen. Glücklicherweise konnte die Wache den Eindringling verjagen, aber ich fürchte, er wird wiederkommen. Das ist auch der Grund, warum wir heute den ganzen Fisch an die Leute verteilen. Besser, wenn die Bedürftigen ihn bekommen und nicht ein Einbrecher. Und ich soll für Sie herausfinden, wer der Einbrecher ist, richtig? Ach, ganz genau. Sie sind clever, Charlie. Das gefällt mir. Gut. Ich mache es. Sehr schön, danke. Hier ist die Adresse. Sagen Sie der Wache die Losung, ich diene der See, dann werden Sie ins Lager gelassen. Man sieht sich. Was verkaufen Sie, Mister? Ich sehe keine Waren. Ich verkaufe, was jeder in dieser Burg am dringendsten braucht. Sicherheit und Komfort. Sie sind ein Neuankömmling? Wo sind Sie untergebracht? Im Devil's Reef Hotel. Beim alten Victor. Der könnte mehr aus seinem Hotel machen. Und ein Mann mit Ihren Talenten könnte auch mehr aus sich machen. Interesse an einem lukrativen Auftrag. Tut mir leid, Mister. Im Moment kann ich keine zusätzliche Arbeit gebrauchen. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Mhm.
Haben Sie ein Problem? Hier was für Sie zu tun? Ich diene der See. Anna schickt mich, um den Einbruch von neulich zu untersuchen. Der See sei Dank. Endlich. Ich bin Daryl. Daryl Grimes. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir schildern, was genau vorgefallen ist? Jedes Detail könnte wichtig sein. Da gibt's leider nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall war es ein Mann. Hat sich reingeschlichen, als ich oben war. Wollte sich den Fisch krallen, aber ich hab ihn gehört. Hab versucht, ihn mit einer Harpune zu erwischen. Aber bei Cowhill im Dunkeln habe ich ihn verfehlt, diesen Dane. Was ich nicht verstehe, warum etwas stehlen, das man umsonst haben kann? Ja, das ist in der Tat rätselhaft. Wie hat der Einbrecher ausgesehen? So groß wie Sie war. Also nicht sehr groß, aber auch nicht sehr klein. Ganz normal halt. Nur seine Glatze ist mir aufgefallen. Sein kahler Schädel hat ausgesehen wie ein poliertes Ei. Das Mondlicht hat sich auf der Kopfhaut gespiegelt. Und was hat er gestohlen? Nichts. Hab ihn rechtzeitig fortgejagt. In welche Richtung hat er sich davon gemacht? Weiß ich nicht genau. Der war deutlich schneller als ich. Was soll das Theater mit der Losung? Anordnung von denen da oben. Weiß nicht warum. Will sie nicht nerven. Das war für den Moment alles, Mr. Grimes. Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Hier, der Schlüssel. Möge die See Sie segnen. Die Ladung ist noch frisch und riecht nach Meer. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. Wow, die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe.
Der Kerl scheint sein Hobby ziemlich ernst zu nehmen, dem ganzen Werkzeug nachzuurteilen. Fein gearbeitet. Als Kind hätte ich damit meine hellste Freude gehabt. Zumindest in fertigem Zustand. Das Ding ist mausetot, aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Ich habe Fragen. Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver.
Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Mehr. Oh nein! Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ein Mann brach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagte. Und? Was Interessantes gefunden? Sicher. Der Kerl ist nicht gekommen, um etwas zu stehlen, sondern um den Fisch zu vergiften. Bei der See. Sind Sie sicher? Nun ja, alles deutet darauf hin. Oh, Karl. Das ist furchtbar. Bitte sagen Sie Anna nicht, dass es meine Schuld war. Sonst lässt sie mich vierteilen. Vierteilen? Anna? Das meinen Sie nicht ernst, oder? Schön wär's. Anna ist gnadenlos, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt. Egal, ob derjenige beim EOD ist oder nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Hm. Nehmen Sie es nicht persönlich, Daryl. Aber ich muss Anna die Wahrheit sagen. Oh, Carol. All die Leute, die vielleicht leiden müssen, weil ich... Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Mr. Reed. Wenn Sie das Schlimmste befürchten, sollten Sie vielleicht die Stadt verlassen und irgendwo untertauchen. Sie verstehen das nicht, Mr. Reed. Vor seinem Gewissen kann man nicht weglaufen.
Ich bin unten auf einen geheimen Raum voller Fesseln und Ketten gestoßen. Sieht aus wie eine Folterkammer. Wissen Sie etwas darüber? Was? Reden Sie keinen Drock. Das kann nicht stimmen. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Sie wissen, dass ich Detektiv bin, Daryl. Und falls Sie lügen, werde ich es früher oder später herausfinden. Ich habe nichts damit zu tun, Mr. Reed. Das schwöre ich Ihnen. Reden Sie mit Anna. Sie hat diesen Ort angemietet. Ich weiß von nichts. Gut. Ich rede mit Anna. Dann werden wir sehen, ob Ihre Geschichte stimmt. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Wo finde ich die Universität von Oakmont? Die können Sie gar nicht verfehlen. Die Stadt ist schließlich für ihre Universität weit bekannt. Und natürlich auch für ihren Aaleintopf. Geben Sie mal Ihre Karte her. So, bitte sehr. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Funde erst Anna zu melden. Man sieht sich. Möge die See Sie schützen. Was glotzen Sie so, Neuankömmling? Haben Sie ein Problem? Fisch! Frischer Fisch! Ich habe Neuigkeiten bezüglich Ihres Problems mit dem gelagerten Fisch. Ich bin ganz Ohr, Charlie. Es sah lediglich nach Diebstahl aus. Jemand ist in das Lager eingebrochen, um den Fisch zu vergiften. Und offensichtlich hatte derjenige Erfolg. Zumindest teilweise. Mir ist klar, dass das schwer zu glauben ist. Aber ich habe eine Probe, bei der es sich vermutlich um das Gift handelt. Auch wenn ich das Gift noch nicht bestimmen konnte. Die See schütze uns. Wie schrecklich. Wer ist nur zu so etwas fähig? Und warum? Das weiß ich nicht. Aber ich will versuchen, es herauszufinden. Wir dürfen keinen Fisch mehr verteilen. Jeder muss davon erfahren. Kauil weiß, wie viele Leute bereits vergiftet wurden. Irgendeine Idee, wer das getan haben könnte? Haben Sie Feinde? Der EOD hat viele Feinde. Boshafte Menschen, die diese Stadt brennen oder in Blut ertrinken sehen wollen. Es könnte jeder gewesen sein. Die Polizei, der Ku Klux Klan, die See soll diese Leute holen. Oder sogar die Throckmortons. Wir waren diesen Affen schon immer ein Dorn im Auge. Was soll ich mit dem Täter machen, sobald ich ihn gefunden habe? Wenn ich Sie wäre, würde ich ihn an Ort und Stelle zur Strecke bringen. Auf die Polizei und die Richter ist dieser Tage kein Verlass. So war das nicht abgemacht. Ich bin Detektiv, kein Auftragsmörder. Da haben Sie auch wieder recht.
Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Ich sorge dann dafür, dass Sie eine hübsche Belohnung bekommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich werde sehen, was ich tun kann. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Die Wache vor dem Lager. Was hat Daryl zum Tatzeitpunkt gemacht? Daryl war wachsam und hat tapfer gekämpft, wurde jedoch außer Gefecht gesetzt. Wenn Sie mich fragen, wäre eine Lohnerhöhung angebracht. Ach, der gute alte Daryl. Zuverlässig wie eh und je. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich werde dafür sorgen, dass er belohnt wird. Auf Wiedersehen, Charlie. Opfer werden erbracht werden müssen. Ich habe im Keller Ihres Fischlagers einen Raum entdeckt, der verdächtig nach einem Kerker aussieht. Verzeihung, was haben Sie entdeckt? Ein Kerker. Mit Ketten, Fesseln und Blut. Na, klingelt's? Ich weiß absolut nicht, wovon Sie reden, aber das klingt schrecklich. Wir haben das Lager erst vor wenigen Wochen angemietet. Grundgütiger. Ich werde dem Besitzer wohl einige unbequeme Fragen stellen müssen. Danke für die Informationen, Charlie. Wo befindet sich die Universität der Stadt? Das kann ich Ihnen sagen. Geben Sie mir Ihre Karte, dann zeige ich es Ihnen. Haben Sie dort studiert? Ganz recht. Ich habe dort vor einer Weile meinen Abschluss gemacht. Überrascht Sie das? Ich hätte nur nicht gedacht, dass eine Hochschulabsolventin hier arbeitet. Ich selbst hatte leider nicht die Möglichkeit zu studieren und bin jetzt fast ein bisschen neidisch. Sie werden feststellen, dass man als Frau in Oakmont weit mehr erreichen kann als auf dem Festland. Unsere Universität hat Frauen immer mit offenen Armen aufgenommen. Man sieht sich.